Die Lampe redet mit mir. Lampe, hast du, wenn du irgendwas zu sagen hast... Ach, das sind die Saiten. Die Saiten hört man. Das macht Sinn. Das ist so ein, wie so ein Hörbuch. Hallo alle miteinander und willkommen zu Headman. Dieses Indie-Horror-Game ist ein Geschenk von Dark Shadibasa, einer meiner Zuschauer. Und am selben Tag habe ich ein weiteres Spiel von Angel Claw bekommen. Ich habe es bereits in einem anderen Video erwähnt. Angel Claw hat mir schon 3 Videos geschenkt. Videos? Ich meine natürlich 3 Spiele. Ich sehe spät am Abend, okay? Wir haben jetzt gleich 12 Uhr. Verurteilt mich nicht dafür. Ich habe aber bis jetzt noch keins der Spiele gespielt, weil ich so verdammt viele Projekte am Laufen habe, weil ich der typische Gamer bin, der ein Spiel anfängt und noch ein Spiel anfängt und noch eins und irgendwann gar nicht mehr weiß, was er alles am Laufen hat. Ich bin der Casanova der Videospiele. So viel habe ich am Laufen. Der Witz hat eine Auszeichnung verdient, meint ihr nicht auch? Bitte einmal sarkastisch klatschen. Ich weiche schon wieder ein klein wenig vom eigentlichen Thema ab, nämlich Headman. Ich würde sagen, wir legen einfach wieder los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Und wir legen jetzt ein neues Spiel an. Es ist die Version 1.3. Das ist die beste Version von allen. Danke, Shadibasa. Weil wenn du mir Version 1.2 geschickt hättest, ich würde das jetzt nicht spielen. Da würde ich mich weigern. Version 1.2 suckt, das weiß jeder. Wen möchten Sie als spielen? Wen möchten Sie als spielen? Okay, das, ja, das wurde bestimmt mit dem Google Translator gemacht, aber es ist ein Indie-Game, okay? Also... Keine Kritik jetzt an das Spiel an dieser Stelle. Wen spielen wir? Den Vater oder die Mutter? Batman, dann spielen wir Batman, also der Vater. Okay, ich sollte vielleicht die Kopfhörer aufsetzen. Wäre ein Anfang, oder? BRK 19412 via RM ist gleich bla bla bla. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Tochter Virginia verschwunden ist. Ihre Anwesenheit hier ist nicht erforderlich, da bereits all unsere Mitarbeiter sich auf der Suche nach ihrer Befinden. Nach ihr Befinden. Es ist sehr spät, ich hab's bereits gesagt, okay. Sie wären nur im Weg. Dr. Henry Hammer. Leiter der Canton Klinik für psychisch Kranke. Okay. 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 Was soll ich... Wie interagiere ich mit Dingen? Da ist ein Bild. Dieser 3D-Effekt. Seht euch das an. Was war... Achso, der Ventilator macht komische Geräusche. Soll ich da rein? Das sieht irgendwie gruselig aus. Ich glaube... Ja, wir gehen da rein. Geht nicht. Shit. Gut, hätte ich das gleich ausprobiert, dann hätte ich mir die 2 Meter Rückweg sparen können. Dann würde ich sagen, wir gehen nach oben oder wir öffnen diese auffällig rote Tür. Geht nicht, gut, wir gehen nach oben. So, dann gucken wir noch die Tür da. Gut, die geht auch nicht. Keine Ahnung, was hier los ist, ich kann nirgendwo lang gehen. Oh, nasser Flur, okay. Wir müssen aufpassen, wenn wir hier nicht vorsichtig sind, dann rutschen wir aus und wir sterben. Wir brechen uns das scheiß Genick. Um jede Ecke könnte eine Pfütze sein. Oh Gott, da hinten ist ein Teddy. Das ist nie gut. Ah, wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Ich habe so Angst. Ah. Da ist gar kein Wasser. Du hast mich angelogen. Du verdammtes Schild. Kann ich irgendwie... Nein, ich kann es nicht kaputt machen. Was haben wir hier? Da ist wieder nochmal genau dasselbe... what the fuck? Das ist creepy. Also hier ist nochmal genau dasselbe Bild. Das wollte ich sagen. Und dieses Ding da, das ist irgendwie scheiße creepy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das anfassen sollte. Okay, ich glaube, ich muss das machen. Ich will es zwar nicht, aber ich mache es. Zum Aktivieren klicken. Ups! What the fuck? Heilig, jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Plötzlich wird der Funhouse nicht sehr lustig. Der Funhouse. Gut. Ist klar, dass ich jetzt wieder alles ruiniert habe dadurch. Oh mein Gott. Headman? Headman, bist du's? Geh weg von mir, ich bin Batman. Batman schlägt Headman. Das Einzige, was den Batman schlagen kann, ist der Hitman. Und Hitman wird besiegt von Ant-Man! Ant-Man, rette mich! What the fuck? What the fuck? What? What? Heilige Scheiße! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Oh! Hüpfen! Hüpfen! Shit! Alter, grinst mich doch nicht so an! Was? Zum Fuck. Okay. Meine Taschenlampe ist die Waffe. Oh, shit. Okay. Okay.
Okay, was ist das für eine Taschenlampe? Sieht aus, als hätte jemand auf dem Benzinkanister einfach einen Autoscheinwerfer gelegt. Sollte ich das Buch mitnehmen? Ich gehe jetzt rüber, leck mich. Wie, ich habe was übersehen. Okay, was habe ich übersehen? Was habe ich? Ist irgendwas in dem Karton? Nein, natürlich nicht. Seht ihr, ich kann in den Karton nicht reinleuchten. Das bleibt dunkel. Was ist das für ein Geräusch immer? Oh, leck mich! Alter, was ist... Das ist überhaupt kein Hatman. Das sieht aus wie eine Frau. Wieso ist das Hatgirl? Hatgirl, ich hab doch hier für Hatman bezahlt. Wie, was kriege ich? Okay, ich habe dafür nicht bezahlt. Ich hab's geschenkt bekommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Produkt gibt nicht das, was es verspricht. Soll ich... Ah, ich soll die verdammten Seiten nehmen! Sag das doch! Woher soll ich das verdammt nochmal wissen? Ich habe Angst, dass es hinter mir auftaucht. Wie, ich habe was immer noch was übersehen? Nein? Doch? Doch, nein, okay. Weg. Boah. Gott, ist das so wie Slender? Wo ist sie? Wie öffne ich Türen? Oh, alles ist kaputt gegangen, nur weil ich das Buch aufgehoben habe. Hey, was ist das? Oh, eine Axt. Axt eingesammelt. Kann ich die benutzen? Habe ich ein Inventar? Nice. Haha. Ich will lieber die Taschenlampe. Ich verstehe das Spiel langsam. Hoffentlich taucht sie jetzt nicht auf. Ah. Nice, schmeißt die Axt. Genauso macht man es. Wirklich? Ja, die kann ich jetzt natürlich nicht nehmen. Das ist da jetzt für immer verankert. Wer wusste, dass ich so gut brechen Dinge? Habe ich das richtig gelesen oder bin ich einfach wieder zu blöd? Wo ist zum... Ach, das ist nur das Licht. Gott. So viele Geräusche. So viel Blut. Oh Gott. Hallo. Ist hier alles... Da ist genau derselbe Blutfleck noch einmal. Seht ihr das? Wie ist das möglich? Es klingt wie irgendeine Libelle. Dieses... Hey, das ist nochmal dasselbe Bett. Derselbe Blutfleck. Geil. Okay. Ein Badezimmer. Okay, gehen wir hier rein. Hier ist nochmal dasselbe Bett. Gott, die Kinder hatten alle exakt dasselbe Spielzeug. Jeder hatte einen Teddybär, ein Badezimmer und damit mussten sie dann klarkommen. Ich finde es irgendwie cool, dass wirklich nur das allererste Badezimmer eine Toilette hatte. Das war bestimmt schwierig, wenn alle gleichzeitig mussten. Ich meine, hier gibt es ungefähr 20 verschiedene Kinderbetten. Und wenn 20 Kinder mal gleichzeitig aufs Klo müssen und es gibt nur eine Toilette, ich kann mir vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Ja. Deswegen ist hier auch alles so runtergekommen. Die Frau ist schon ewig nicht mehr aufgetaucht. Ich finde das gerade echt merkwürdig. Okay, oh. Das ist Jim. Jim, alles klar? Oh nein, du musst doch nicht gleich abhauen. Ich will dir doch... Habe ich dir Angst gemacht? Das war nicht meine Absicht. Das Bett ist kaputt. Oh, shit! Oh. Die Lampe redet mit mir. Lampe! Hast du, wenn du irgendwas zu sagen hast... Ach, das sind die Seiten! Die Seiten hört man! Das macht Sinn. Das ist so ein... wie so ein Hörbuch. Ah, da ist wieder eine Toilette. Okay. War wohl doch nicht ganz so katastrophal, wie ich dachte. Oh, was? Ich höre was! Ich höre Herzschläge. Ein Pentagramm? Oh, weg! Weg! Das ist ein anderer! Ich glaube, der geht nicht weg durch mein Licht. Jesus? Jason? Bist du... Na, das ist auf jeden Fall nicht Jim. Jim kann verdammt nochmal nicht fliegen. Oh, shit. Ah. Okay. Oh. Oh. Jesus. Die Funken haben mir gerade so viel Angst gemacht. Oh, wie viel... War das der Hatman? Ich muss irgendwo Seiten finden. Oh, what the fuck. Was zum... Ach, da ist die Seite. Okay. Hey, ich habe 5 Seiten. Also 5 grüne Lichter. Was heißt das? Soll das eine Ampel darstellen? Kann ich jetzt weiter? Oh, was ist das da vorne? Oh. Oh, Leichen. Und, oh, da ist die Gemeinschaftstoilette. Wir haben es geschafft, ja. Wir haben das Ende des Spiels erreicht. Oh, was zum Geier ist das? Oh, shit. Das ist widerlich. Das soll mal jemand wegräumen. Bitte. Bitte. Räumt. Oh. Ich öffne die jetzt alle. Okay, jemand hat hier das Klo geklaut. Auch nicht übel. Einfach die ganze Schüssel mitnehmen. Wieso auch nicht? Ich kann es verstehen, die hatten ja alle kein Klo. Also ich hätte mir auch eins geklaut und mit aufs Zimmer genommen. Wo geht's hier lang? Was ist das? Ist ja komisch.
Sieht aus wie ein Solarium. Ein Radio. Errungenschaft freigeschaltet. A musical interlude. Danke. Das habe ich mir verdient. Wenn man dieser schrecklichen Musik lauscht, da muss man schon ein Achievement für bekommen. Da ist hier noch eins. Da ist eine Seite drin, oder? Ja. Nice. So, das hätten wir. Mhm. Hey, wieso habe ich jetzt nur noch ein grünes Licht? Alles gut. Ha, es ist doch nur... Es ist wirklich keine Ahnung, was das nur war. Hallo? Hallo? Was ist das für ein Pulsiergeräusch? Wird es lauter? Oh, shit. Oh, nein! Oh, nein! Ist er noch da? Ich glaube nicht. Ich kann mich über Ecken lehnen. Jetzt mache ich das viel mehr agentenmäßig, jetzt wo ich weiß, dass ich mich überlehnen kann. Oh ja. Tschikitschika. Tschapa. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ist er da noch drin? Und er ist noch drin! Wo bist du? Und da chillt er wieder, ist klar. Einfach weiter. Scheiß auf alles. Was da ist eine Seite? Ich höre sie. Ich hörte dich, du verdammte Seite. Okay. Grab that shit like a boss. Oh nein, nicht du schon wieder! Ich hab dich doch abgehängt. Fuck, der ist immer noch da hinten. Aus diesem Raum höre ich was. Was ist das? Das Waschbecken. Nein, doch nicht. Fire Chief, eine Schachtel Streichhölzer. Geil. Kann man immer gebrauchen. Meint ihr nicht auch? So, yay. Ich brauche die Taschenlampe nicht mehr. Ich habe Streichhölzer. Alles klar, da gehe ich mal besser nicht. Ich versuche jetzt nicht an der Seite vorbei zu balancieren, oder? Oder? Oh, shit! Nee, fuck, fuck, zu spät, ich muss da lang. GG. Gib mir den Scheiß. Und leuchte ihr ins Gesicht. Oder auch nicht, sie ist nicht mal da. Diesmal lässt sie sich gar nicht erst blicken. Wie praktisch. Wie, du hast was übersehen? Ich hab doch alle. Oder nicht, ich hab nicht mal das Buch aufgehoben. Sehr gut. Oh, was? Okay. Okay, die Heizung. Nee, doch nicht die Heizung. Stirb doch. Leg. Standbild. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Ghost Hunter. Und die bekomme ich jetzt? Nachdem ich es zum fünften Mal getötet habe? So, jetzt smacken wir wieder die Axt da rein und schmeißen sie. Wir schmeißen sie einfach durch die Tür und die Tür geht mit. Oh Mann, ich darf jetzt echt nicht wieder so Scheiße bauen. Oh, da ist die Seite. Ich verstehe das Ziel nicht. Bei Slender weiß man, es sind... Fuck, da hinten ist er. Bei Slender weiß man wenigstens, es sind 8 Seiten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten ich hier brauche. Wo ist der Typ hin? Vorhin hat er überhaupt nicht locker gelassen. Und jetzt gibt er sofort auf. Ich glaube, der hat den Willen verloren. Den Willen zu siegen. Und da ist er wieder, toll. Ist er immer noch da? Keine Ahnung. Ich sollte mich nicht dauernd umdrehen. Ich sollte einfach machen. Ich sollte einfach Dinge tun. Und nicht darauf achten, was um mich herum passiert. Ja, was war das? Wo ist dieses Viechchen, ey? Kacke. Ich hab überhaupt... Hab ich eine Map? Nein, hab ich nicht. Map! Die Karte! Ich glaube, ich laufe gerade echt immer wieder an denselben Stellen rum. Das ist... Oh, das sieht zwar böse aus, aber da gehe ich jetzt lang. Oh Gott. Ich hasse es, in Horror-Games immer tiefer in die Erde zu gehen. Crouch? Yay, das geht. Okay. Ich hoffe mal, da ist jetzt nicht irgendeine Scheiße in dem Tunnel. Falls ja, sind wir ganz schon am Arsch. Ich hoffe, nur der Headman kann nicht durch Gänge gehen. Das kann nur der Ant-Man. Nur Ant-Man passt hier durch. So. Abkürzung. Achievement. Wo bleibt mein Achievement? Ich habe eine Abkürzung genommen, du Bitch. Oh, Streichhölzer. Boop. Was soll ich mit den scheiß Streichhölzern eigentlich machen? Soll ich irgendeine epische Gasexplosion erzeugen? Ist es das, was du willst? Ist es das, was du willst? Headman? Oh, shit. Okay, nein. Nee, jetzt bin ich schon wieder hier. Du Bitch. Nein. Nein. Okay, okay, wisst ihr was? Ich hänge ihn hier ab. Leck mich. Leck mich, hier ist eine Seite. Komm her, Headman. Trau dich. Trau dich, wenn du dich traust. Wieso bleibt er jetzt auf einmal stehen? Haben die das extra gemacht, dass man nicht dieses Ausweichmanöver machen kann? Das ist ja assig. Ich springe drüber. Ich springe drüber. Und es hat nicht funktioniert. Wieso kann ich nicht einfach gewinnen? Wieso lässt du mich nicht einmal gewinnen? Wieso?
Nur einmal, wenn ich... Kann ich mir nicht eine Zeitung mitnehmen, während wir da rumlaufen? Das dauert eine halbe Ewigkeit. Da hätte ich schon gerne was zu lesen. Muss ich die Seiten überhaupt sammeln? Muss ich einen Ausweg finden oder muss ich die Seiten sammeln? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal beides. Ich suche nach einem Ausweg, während ich Seiten sammle. Und hier ist noch eine. Oh, fuck. Und man hört ihn. Und da ist er. Okay. Ja, nein. Oh, man hätte das später getriggert, hätte das Ding ihn vielleicht erschlagen. Vielleicht später. Mhm. Ist ja gut, ich gehe schon. Ich gehe schon. Muss gar nichts mehr sagen. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Hier nach oben wieder. Sieht wieder alles komplett gleich aus. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber gut. Das geht mich ja auch nichts an, oder? Hier geht's nochmal nach unten, aber das ist jetzt an einer anderen Stelle. Vielleicht bringt mich das ja in irgendeiner Form weiter. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Wir gehen wieder nach oben. Wahrscheinlich hab... Dein Scheiß ernst? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey, okay. Diesmal habe ich noch... Huh. Diesmal konnte ich noch abhauen. Was soll ich mit den Streichhölzern machen? Ich darf's nicht. Absolut nicht. Hatman? Oh nein, Hatman! Hatman, Mate! Hatman, Mate? Kann ich... Okay, auf den interessiert die Taschenlampe nicht. Ich rutsch die Treppe runter. Ich hab keinen Grip, Mate! Halt mich fest! Gib mir deine Hand! Bitte! Hatman! Du bist ein Langweiler, Hatman. Ich hab mehr von dir erwartet, Hatman. Willst du ein paar Streichhölzer, Hatman? Gut. Vielleicht auch nicht. Hatman mag die Streichhölzer nicht mögen. Okay, ich gehe weiter. Da kann ich jedenfalls nicht mehr lang. So viel steht fest. Der soll mir jetzt hier runter folgen, damit ich ihm ausweichen kann. Die Bitch will nicht in den Keller. Die hat, glaube ich, Schiss davor. Der will nicht unter die Erde. Willst du nicht unter die Erde? Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Hatman! Auf einmal hat er sich's anders überlegt. Es ist so ein Creepster, ich suche mir einen anderen Weg. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Was? Oh! Ich kann nichts machen. Es scheint locker zu sein. Streichhölzer! Damit muss es gehen! Wie es scheint locker zu sein, dann mach's doch weg! Why are you so dumb? Wenigstens folgt mir Hatman nicht hier runter, der hat wirklich Angst. Der hat Angst, unter der Erde zu sein. Denn so ist er damals gestorben. Er ging in den Keller und das war das Ende der Geschichte. Ja, sehr gut. Überall ist Radio. Okay, jetzt gehe ich hier nochmal durch diesen Creepy-Tunnel und suche nach irgendetwas, was mir dabei helfen könnte, die Scheiße aufzumachen. Aber ich finde keine Scheiße zum Aufmachen. Ich finde keine Scheiße zum Aufmachen. Hatman wird mich auslachen, wenn ich keinen Ausweg finde. Ich bin nur ein kleines Kind. Ich muss schnell den Ausweg finden. Ich... Yay, Pyjama-Party. Das wäre echt cool so im Multiplayer für das Spiel. Dann sucht man sich einen Raum wie diesen mit ganz viel Betten und alle machen Yay, Pyjama-Party. Nein? Okay, dann halt nicht. Scheiße, hier unten ist nichts, womit ich das öffnen kann. Wo ist Hatman? Hatman? Hatman ist noch da, fuck. Fuck, Hatman. Hatman. Ich glaube, ich bin hier unten gefangen. Ich hab's wieder verkackt. Halt die Schnauze, Radio. Sag mir lieber, wie ich hier rauskomme. Mit Parkour ist die Antwort. Hier drauf, da drauf, da und... Ah, ich hab's geschafft, Jesus. So, und von hier oben aus kann ich jetzt durch Wände gucken. Das ist schon mal ganz hilfreich, aber das bringt uns trotzdem nicht den gewünschten Erfolg. F-U-C-K. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, ich muss mich wieder töten. Lass mich leben, bruh. Lass mich leben, Hatman. Hatman, lass mich vorbei oder wir sind keine Freunde mehr. Was hast du da an deinem Hals eigentlich? Ist das so eine Halskrause? Hast du dich verletzt? Hatman, komm. Komm, Hatman. Hatman? Nein? Hatman? Es ist so creepy, da hinzugehen, aber es macht auch... Oh, 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 nein! Nein! Oh, shit! Na toll, er isst mein Gesicht auf. Toll, toll. Ja, ich weiß nicht wirklich, was ich hier zu tun habe. In Version 1.1, schwöre ich euch, da war ich ein Pro-Gamer in diesem Spiel, ja? Aber es kamen einige Updates, wie ich jetzt leider feststellen muss, und vieles hat sich geändert. Und ja, leider ist es mir jetzt nicht möglich, das abzuschließen. Ich muss an dieser Stelle aufhören, es geht schon wieder sehr lange. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und dann sehe ich euch im nächsten Video.